Hi Tanz, wie soll ich ein neues Video von mir? Und zwar hier reden wir jetzt über den Wind. Der Wind ist ja sehr stürmisch heute, ist ja jetzt heute Samstag und da ist jetzt auch Samstag und das ist Mitte November jetzt. Nächste Woche soll es schneien, habe ich gehört. Minus 10 Grad werden, ist noch Sonnenschein hier. Da guckt man jetzt mal. So, das Auto und Lisa. Ja. Falls ihr das Strom irgendwann der Liebe erfasst, dann seid der Kapitän selbst. Also ihr müsst das Schiff halt auf Kurs halten, so wie jeder halt im Leben auch. Wenn das Schiff einen Kurs halten möchte, dann, wenn ihr halt in so einen Sturm geratet, ergreift das Ruder und dreht das Schiff in die richtige Richtung, weil wenn ein Sturm erfasst wird und untergeht, dann ist das schwer wieder rauszukommen aus dem tiefen Meer und müsst halt auch an eurem Ziel festhalten und die auch verfolgen. Das mache ich auch, wie jetzt in Sachen Fitnesskurse geben. Da werde ich jetzt Ende Januar entweder einen Sommerkurs geben oder Tabata, wie gesagt. Und ich verfolge das Ziel, bis 2023 finanziell frei zu werden und auch dann bis 2020 eine feste Freundin zu bekommen, auch zumindest halt, dass ich halt auch größeren Freundeskreis habe. Und ja, zu uns jetzt, dass ich halt auch so zufrieden bin mit dem Leben, dass ich halt auch glücklich bin, so wirklich. Dass ich keine Sorgen mehr habe und dann auch einen relativ großen Freundeskreis habe, auch die mich unterstützen. Ich habe hier schon jetzt so Freunde, die mich unterstützen, aber wie gesagt, meine Freunde sind halt ziemlich weit entfernt, so relativ. Unser Freundeskreis hier in der Hochsaison in Osnabrück zu bekommen ist halt, falls es auch so war, ist nicht so einfach hier in der Region. Ich weiß auch nicht warum. Ich gehe auf der Frequenz und sowas. Ich bin auch im Bogensportverein. Ja, so eine Felsmesser hier in der Region, sowas, bin ja selbst Sauerländer. Aber manchmal denke ich so auch, mich umzuziehen, aber es hält noch nicht so ganz fest. Weil es ist ja, ich bin nicht so mobil, da werde ich im nächsten Jahr halt angreifen und dann auch einen kleinen Führerschein machen für 50 km/h Fahrzeuge, das heißt, kann ich Roller fahren und auch zwei bis vier Fahrzeuge, die halt 50 km/h fahren können. Ich will auch nur mobiler sein und großen Führerschein, lohnt sich nicht so wirklich. Also kleine Führerschein mit 50 km/h Fahrzeugen reicht mir auf jeden Fall. Nur mal diese Zwischenstrecken zwischen Bahnhof und zu Hause halt zu überbrücken, weil hier in der Region ist halt so, dass halt die Busse von Bahnhof da am Wochenende um 19:30 Uhr so halt nicht mehr fahren. Und deshalb will ich auch Führerschein machen. Und wie gesagt, wenn der Sturm geratet, dann auf jeden Fall halt zielfest und hab Mut und rudert weiter oder schwimmt weiter. Und das wir vom Kurs nicht abbringen, was wir vor den Zielen umsetzen, machen und nicht labern, machen. Und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal, was dir gefallen hat, Daumen hoch, Daumen runter und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ganz viel ist bei Fit.